Natürlich sind die russischen Markenproduzenten auf diesen Trend eingegangen und bieten Produkte ohne SLS an. Heute erzähle ich Ihnen über mein Shampoo, das ich seit etwa einem Monat benutze. Das ist ein nahrhaftes Shampoo mit 15 Mineralien aus dem Toten Meer der Marke Planeta Organica. Diese Marke spezialisiert sich auf die Herstellung von organischer Kosmetik und Naturkosmetik. Dieses Shampoo enthält weniger aggressive, oberflächenaktive Stoffe als SLS. Das Shampoo hat gelartige Konsistenz und reinigt das Haar perfekt. Ich habe sogar bemerkt, dass ich danach keine Maske oder Balsam zu verwenden brauche und kann anschließend die Haare mühelos kämmen. Beim Styling verheddern sich die Haare nicht. Sie sind nicht strohig, angenehm geschmeidig, aber obwohl das Shampoo Abjom und Glattkost, das heißt Volumen und Glattheit heißt, kann ich nicht bestätigen, dass es dem Haar deutlich erkennbarer Volumen gibt, nur Glattheit. Und ich muss auch erwähnen, dass das Mittel einen Sondergeruch hat. Er ist nicht ekelhaft, aber nicht jedermanns Sache. Das Shampoo hat sich ganz gut bewährt und hat einen positiven Ruf im Internet. Das Shampoo hat mir wirklich gefallen. Nicht jedem teuren Shampoo gelingt es, meine Haare so geschmeidig zu machen. Wenn Sie sich für andere Shampoos ohne SLS interessieren, dann schreiben Sie bitte unten einen Kommentar und ich mache eine Übersicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie meinen Kanal.